wirklich. Fleißig Selfies gemacht. Nee, was soll ich sagen? Oder? Nein. Also wir stehen immer noch in der Schlange und ich, also wir haben es jetzt geschafft reinzukommen und ich habe hier im Hintergrund ich habe sehr viele Outfits. Aber ich würde gerne. Ich habe ja ein bisschen abgenommen, gell? Ja, das habe ich schon gesehen. Du siehst richtig doch aus. Ja, richtig doch. Doch, hier so richtig. Die ist so. Ja. Die ist. Richtig denn? Also, ich bin jetzt abgeholt worden von meinem Lieblingsfahrer. Es regnet. Jeden Tag ist irgendwie übelster Sonnenschein. Ich schwitze mich zu Tode. Und dann. Jetzt regnet es. Prima. Aber hat er noch Platz? Mhm. Der pinke Koffer ist meine. Das ist Jenny ihre. Wir haben schon entschieden, wer auf ihrer Bettseite schläft. Oh. Bisschen wenig Bums, da hin. Angekommen, wir sind bei Classic Tattoo und haben hier ein kleines Meeting. Ja, wir haben uns schon mal gesehen und zwar war das auch in Berlin beim Fotoshooting zur Venus. Da hast du die Michaela, der ihre Brustwarzen als Herz vorhat. Ja, das war richtig crazy. Also was crazy-mäßiges habe ich selten gesehen. Ja, das war echt krass. Und jetzt im Zech Club was essen, weil wir haben nämlich Hunger, wir haben schon noch gar nichts gegessen. Noch gar nicht hier. Das ist die Besitzerin von Classic Tattoo, wo wird fleißig pro Nacht gedreht wird, ja, und mit der gehen wir jetzt essen. Guten Morgen! Das habe ich jeden Früh. Das habe ich jeden Früh. Los, wir wachen auf! Wir wachen auf! Wach richtig auf! Los, mach richtig auf! Yeah. So ist Jenny, wenn sie mal ausgeschlafen hat. Sonst nennen sie das so. Nee, das ist einfach nur ein Zeichen, dass du jüdischen Geschmack hast. Was? Das ist einfach nur ein Zeichen, dass du jüdischen Geschmack hast. Was machst du? Na, ich zeige meine Satteltaschen. Wo ist es so weit unten? Ja. Schnell, ich muss MacBook. Also wir haben uns jetzt fertig gemacht. Ich bin jetzt auch fertig, Jenny ist wieder erfertig. Urban Decay Make-up-Setting Spray, dann hält das Make-up den ganzen Tag. Wir gucken mal, wie das Wetter draußen ist. Leider, oh, ich bin ganz blau jetzt, regnerisch. Regnerisch. Jenny, lass es hier. Das ist gerade nicht. Ja. Nein. Lass die hier. Du brauchst nichts kaufen. Doch. Nur eine Kleinigkeit hast du vorhin gesagt. Nein. Ja, das ist. Kleinigkeiten werden. Das ist Jenny, red dich nicht raus. Nein. Doch. Ich hab Augenringe und flieg. Danke. Tschüss, einen schönen Tag. Ja, tschüss. Ja. Also wir sind jetzt im KDW und schauen mal ein bisschen rum. Und hat schon bei Louis Vuitton. Die hat sie gemacht, ist meine Friseurin. Echt? Ja. Na, bisschen Schleichwerbung. Aber das ist hier Ansatz, oder? Hier unten? Na, das ist dunkel gefärbt, nicht mehr. Hier oben wird es nochmal neu dunkel gefärbt. Achso, das ist gefärbt, dieses was. Ja. Wir dachten, vielleicht ist der natürliche Ansatz. Das war rot vorher. Das war auch richtig rot. Ich wechsle immer sehr auf meine Haut. Aber es ist frisch gefärbt. Also,
Jenny findet, sie hat noch nicht Eyebrows und Fleek, ja, und deswegen lässt sie sich jetzt nochmal vom Profi das ein bisschen nach präzisionieren. Von einem sehr hübschen Profi. Ja, das muss ich mal sagen. Also hier sind aber alle sehr schön. Das ist eigentlich auch schon wieder schlimm. Hier müssen wir weg. Also das ist vorher. Kurz seiner Gamma. Bitte? Die hübsche Elena, die ich mit ins Bild möchte vom Benefit, hat meine Augenbrauen gemacht und war anders, ein bisschen dicker, aber irgendwie. Es gefällt mir richtig gut. Und ich habe nicht zugeguckt, wie sie es gemacht hat. Das ist schlecht. Zeig mal zu mir. Und vor hat sie mega gut gemacht. Ja. Also wir sind jetzt wieder im Hotelzimmer und haben uns fertig gemacht. Ich zeige euch mal mein Outfit. Also meine Haare, die habe ich geplättet. Wir waren beim Friseur. Horrorfriseur, das war unseres Lebens, ey. Ja, das war die absolute Katastrophe. Kann man so die Haare, ey, kann man so bekloppt sein, ey. Ja, also wir haben richtig eigentlich verloren heute, ne? Mhm. Jenny wollte eigentlich wählen, ich wollte ganz dolle Locken. Bekommen haben wir... Scheiße, jetzt haben wir es selber gemacht. Jetzt haben wir es selber gemacht, also ich habe mir jetzt nochmal meine Haare neu gelockt. Und ich habe es komplett geglättet. Jenny hat ihre Haare dann komplett geklettet, wollte eigentlich Wellen haben. Mhm. Ist richtig schlimm. Die hat es nicht mal durchgekämmt bekommen. Ja. Also sie saß da und sie wollte so, wie nennt sich denn diese Bürste? Na, so eine normale Haushaltsbürste, so was jeder zu Hause hat. Also kein, was ein Friseur niemals nehmen würde. Nee, never in my life. Die hat eine reingesprüht, meine Haare, ich dachte, die platzen mal ab. Ja. Das war richtig worst case. Also es war wirklich ganz schlimm. Und dann beschweren sich Leute bei mir, dass es zu teuer ist, ja. Ich habe 40 Euro bezahlt dafür, für Scheiße. Dass ich komplett scheiße aussehe, ja. Sah. Und der wollte nichts in den Haaren machen, keinen Hitzeschutz. Kein Hitzeschutz. Ich sag dann, können wir mal ein bisschen Hitzeschutz reinmachen? Nee, dann werden die Locken nicht. Und da dachte ich, hä? Ja, also, es gibt schon Hitzeschutz auch mit Festigung gleichzeitig. Ja. Also ich war entsetzt. Guck mal, der Unterschied. Guck mal, die Locken, ja. Ja, ich und Jenny haben uns jetzt fertig gemacht. Hier ist zwar kein schönes Licht, aber wir hatten voll ein bisschen Stress und wir freuen uns jetzt aber natürlich und ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jenny, komm mal her. Es geht ab. Komm mal her. Also, wir sind jetzt angekommen. Wir sind die wieder die Letzten. Und ich denke mal, wir werden ganz hinten sitzen. Wir sitzen ganz hinten, weil wir einfach zu lang. Jenny ist doch genau dein Gefährt, oder? Also wir stehen immer noch in der Schlange und ich habe gerade hier New Faces entdeckt. Genau, und die Schlange ist so lang. Sie macht immer Senna ihr Make-up und allgemein, ich folge ihr auch auf Instagram und richtig geile Make-up-Looks. Also wir haben auf alle Fälle den gleichen Geschmack. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Show. Vielen Dank, bis gleich. Danke. Sehen. Also wir stehen immer noch, hab ich aufgenommen? Ja, wir stehen immer noch in der Schlange und ich habe gerade den Flo getroffen. Halli, der springt hier rum und hat schon fleißig, selbstverständlich. Fleißig Selfies gemacht und unter Berufskollegen, oder? Da muss ich dich einfach mal ansprechen. Und drin dürfen wir nicht mehr filmen. Ach ja, genau. Also die Kamera darf ich drin jetzt nicht mehr benutzen. Also keine Snaps, keine Kamera, nothing. Und aber wir sehen's. Also wir haben es jetzt geschafft reinzukommen und ich habe hier im Hintergrund Klamsi getroffen und sie ist echt noch schöner als in dem Video. Mann, wie süß du bist. Und schön. Wir freuen uns auch riesig. Spaß, Schatz, sie geht rein, weil die Plätze gehen sonst weg, ja? Draußen hier außerhalb der Show und wie hat es dir gefallen? Ich fand es mega, ich fand es richtig cool. Ja, also hat es richtig geil gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so geil ist. Ja, und wir ziehen mal. Ja, hi.
Hey. Das wird auch mal gefilmt. Darf ich euch ganz kurz was fragen? Ja. Ja, wie hat es euch denn gefallen? Also ich fand es wirklich richtig mega gut. Irgendwie Stimmung mega, wie sie es gemacht hat. Also ich bin richtig begeistert. Also Senna, mega hammergelb. Also wir sind jetzt draußen außerhalb der Show und es sind ganz, ganz viele Mädels hier. Und wo kommt ihr her? Seid ihr aus Berlin? Nein, gar nicht aus Berlin. Wir kommen aus der Nähe von Stuttgart. Aha. Und Geislingen heißt das kleine Städtchen. Hallo. Und seid ihr der Meinung, es hat sich gelohnt anzureisen für die Show? Auf jeden Fall. Ich fand's auch mega, oder? Also Senna darf man nicht verpassen. Ja. Ciao. Ich habe ja noch eine weitere Zuschauer. Wie heißt du? Julia. Julia. Julia, wie hat es dir gefallen? Mir gefallen. Wahnsinn. Also Wahnsinn. Ich bin sprachlos. Wie findest du die Senna-Tour in echt mal zu sehen? Ja, sehr schön. Sehr hübsch, oder? Ja, sehr das hübsch. Das Outfit und das war cool. Super. War schön am Glänzen. Ne? Aber ich finde das so schön, dass sie so ehrlich ist und so offen und so liebevoll. Das ja. Ist echt Wahnsinn. Und, sie hat, und ich finde, sie hat damit einem richtig so Tipps gegeben, oder? Wie man ja, das ja. Macht. Und ja, ich glaube, ja. Wenn man sich dran hält, dann... Dann macht man das richtig. Raus, genau. Du musst es nur üben. Fotos von der Erfurt. Sind die gut aus? Ja. Ah, guck mal, du hast du weißt ja, ganz gut. Ich bin Blogger. Guck mal, ich geh mal hier. Das ist ja super. Das ist ja richtige Mädels, also ich hab's geschafft, Senna jetzt reinzubekommen. Also die Show war mega riesengroßes Lob. Vielen Dank, vielen Dank. Kann auch nur mega geworden sein wegen euch. Ich wünsche dir noch einen guten Abend. Vielleicht sieht man sich im Pö und es ist wirklich noch schöner. Ja. Vielen Dank, mein Schatz. Danke, dass du da warst. Ich grüße alle deine Follower. Vielen herzlichen Dank. Sie ist eine geile Sache. Also hier ist das nicht, Leute. Ja. Hier wird nochmal alles aufgelegt für die schönsten Fotos. Miss Good Life Honey ist hier voll am Start. Beautiful. Der Morgen danach. Wir reisen jetzt ab. Und wir wollten eigentlich los und Jenny, die hat da hinten in ihrem Schrank eigentlich noch alle ihre Sachen gehabt. Also die Show war mega. Ich fühle mich ein bisschen fertig. Ja. Party war okay, Musik war... Naja, der DJ hat leider nicht die Lieder so ausgespielt, sondern eher 5 Sekunden an. Die Lieder, die er aber angespielt hat, waren gut. Ja. Ansonsten das Beste am Wochenende war eindeutig Senna, ihre Show. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten. Ich will nur mal sagen, dass mein Koffer einfach mal so ist. Tschüss!